Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil des Affinity Designers. Wie ihr seht, hier unten immer die Tasten eingeblendet, die ich auf der Tastatur drücke. Und es ist ratsam, sich so ein bisschen die Tastaturbefehle zu merken, denn zu einem sind die auf dem Mac immer einheitlich, also die funktionieren auch in allen Programmen. Und zum anderen kommt man dann schneller an Sachen ran. Command N für ein neues Dokument zum Beispiel öffnet diese Dialogbox, in der ich jetzt nochmal anwähle, dass ich hier eine A4-Seite erstellen will. Und dann kriege ich hier dieses weiße Blatt. Und jetzt gucken wir uns mal die Benutzeroberfläche an und ich vergrößere das Ganze mal und wir gehen mal hier oben in diesen Bereich rein. Also wir sind hier oben jetzt. Dort haben wir nochmal die Funktionen, mit denen wir wählen können, ob wir in einem Vektorprogramm arbeiten, in einem Pixelprogramm oder in einer Exportfunktion. Kommen wir dann auch in späteren Teilen dazu. Und Funktionen, die derzeit Sinn machen, sind immer farblich gekennzeichnet. Funktionen, die hier in den Gruppen keinen Sinn machen, sind eben grau und farblos. Und ihr seht, es gibt eine ganze Menge Funktionen hier oben angeordnet in dieser Leiste. Und die kann man dann immer entsprechend dann anwählen, wenn das Sinn macht. Also das Programm entscheidet selber, ob da diese Funktion, die ihr gerade benutzt, dann eben hier oben eine der Funktionen auch benutzen darf. Interessant ist nochmal hier unten dieser Bereich, hier dieser Balken, der hier drunter sitzt, wo jetzt steht No Selection. Hier erscheinen immer noch zusätzliche Optionen zu Werkzeugen, die ich auswähle. Und die Werkzeuge, die ich auswählen kann, die befinden sich hier an der Seite. Ihr seht hier so einen Stift und verschiedene Pinselfunktionen. Da kommen wir auch später zu, was die alle können. Das sind also meine einzelnen Werkzeuge. Und wenn ich hier zum Beispiel so einen Stift auswähle, dann seht ihr hier oben die Optionen für diesen Stift. Beispielsweise kann ich eben hier die Farbe festlegen, indem ich hier draufklicke. Und dann öffnet sich wieder ein neues Menü und ich sehe eben hier verschiedene Registerreiter, wobei der Farbreiter jetzt der interessante ist. Und dann habe ich hier so ein Color Wheel, nennt man das. Und das gucken wir uns auch nochmal ein bisschen genauer an, weil das ist einheitlich hier auch gestaltet. Wir können nämlich zum einen hier das Dreieck bewegen und die Spitze zeigt immer hier auf diesem weißen Punkt. Das ist die Farbe, die ich gerade habe. Und ich kann dann nochmal hier die einzelnen Abstufungen der Farbe vornehmen. Ihr seht dann immer hier oben in diesem Feld, wie die Farben sich da auch verändern. Ja, also wenn ihr zum Beispiel jetzt einen lila Ton wählt, könnt ihr innerhalb des lila Tons hier nochmal die Helligkeit bestimmen. Das ist also damit möglich. Und wenn wir hier mal in diesen etwas dunkleren Bereich gehen, dann könnt ihr hier eine sogenannte Noise noch hinzufügen. Ihr seht, das sind so Körnungen. Da kommen hier so Störelemente mit in die Farbe rein. Man sieht es hier oben jetzt auch sehr deutlich. Also das kann man, wenn das gewünscht ist, auch anwählen. Ich wähle das aber jetzt wieder hier auf diesen Regler runter. Ja, diese Farben kann ich, wie gesagt, hier einstellen bei diesem Werkzeug für diesen Stift. Ich kann aber auch die Stiftdicke einstellen. Ihr seht, ihr habt hier so einen Schieberegler und diese Einheit hier ist in Punkten gemessen, in Bildschirmpunkten. Und da kann ich eben jetzt sagen, ich hätte hier gern zum Beispiel so einen 8-Punkt breiten Stift und male ich hier mal mit und dann seht ihr, das ist 8 Punkt und wir können ihn auch größer ziehen. Jetzt, nachdem wir ihn gemalt haben, ihr seht, er ist noch selektiert, ja, und deswegen kann ich ihn jetzt im Nachhinein noch ändern. Ich kann auch die Farbe noch verändern. Das ist eben der Vorteil, wenn man hier mit solchen Objekten arbeiten kann. Ja, und das sind eben hier verschiedene Optionen, die zum Einsatz kommen. Vielleicht noch ganz interessant, manchmal möchte man die Werte auch eintippen, wenn man zum Beispiel einen 2-Punkt großen Stift haben will, dann kann man das hier auch einfach doppelklicken, das Feld, diese ganze Zeile markieren und löschen und die entsprechende Zahl eingeben und dann habt ihr hier auch entsprechend die Korrektur vorgenommen. Ja, schauen wir nochmal weiter auf die Benutzeroberfläche. Wir haben nämlich hier auf der Seite, auf der rechten Seite, auch nochmal ein solches Color Wheel. Da kommen wir später auch noch zu, weil hier kann man noch mehr Sachen einstellen. Ihr seht hier auch einen Menüpunkt Opacity, nennt er sich. Das ist nachher ja die Durchscheinkraft eines Objekts, aber das machen wir später. Wichtig ist jetzt hier der untere Bereich, in dem wir jetzt sind. Das sind die sogenannten Layers. Auch die haben hier nochmal verschiedene Unterteilungen und ich kann jetzt hingehen und beispielsweise dieses Viereck auch nehmen und diesen Layer auch hier rausziehen, sodass ich ein separates Fenster habe. Also ich kann das wieder hier reinschieben, das seht ihr. Jetzt habe ich es hier zugefügt, jetzt ziehe ich es hier raus. Hier auf dem grauen Balken bewegt, kann ich das Objekt aber auch eben, wie gesagt, hier wieder reinsetzen. Ein bisschen muss man da frickeln und mit der Maus so ein bisschen rumhalten, aber ihr seht, ihr könnt jetzt diese Registerreiter hier einzeln rausziehen, ja. So, und wir
gucken uns jetzt nochmal den Layer etwas genauer an, denn wir arbeiten hier in sogenannten Ebenen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich etwas male, kann ich das auf einem neuen Papier malen und die Papiere werden quasi übereinander gestapelt. So müsst ihr euch das vorstellen mit den Ebenen. Und wenn ich hier auf das Pfeilchen klicke, dann seht ihr zum Beispiel, habe ich eben hier diese Kurve gemacht. Ich nehme jetzt mal ein Viereck und male das. Und wenn ich das jetzt loslasse, dann seht ihr, ist hier eine neue Ebene hinzugekommen, nämlich die des Vierecks. Wenn ich jetzt hier einen Kreis wähle und lasse los, dann habe ich ein nächstes Papier mit dem Kreis angewählt. Also ihr müsst euch das wie Schichten von Papier vorstellen, die übereinander gelegt werden. Ihr seht, man kann hier noch eine ganze Menge einstellen und auswählen. Da kommen wir auch später zu. Auch hier unten in der Reihe kann man noch eine ganze Menge verändern. Interessant ist auch immer, dass wenn ich Objekte male, eben hier ganz unten nochmal Tipps dazu kommen, was für Tasten ich festhalten kann, um bestimmte Zusatzfunktionen zu erhalten. Beispielsweise bei den Kreisen, wenn ich also wirklich einen symmetrischen Kreis haben will und die Umschalttaste festhalte, dann kriege ich eben hier proportionale Kreise. Ja, die halte ich jetzt einfach fest und gedrückt beim Aufziehen mit der Maus. Gut, also das ist ein grober Überblick über diese Benutzeroberfläche. Die wird sich natürlich jetzt ständig verändern, je nachdem, welches Werkzeug wir auch auswählen. Aber ihr habt jetzt mal so ungefähr einen Einblick bekommen. Rechts sind eben unsere Ebenen und Effekte, links die Werkzeuge und hier oben die Optionen für die Werkzeuge. Und hier unten noch so ein paar Tipps. Ups, da war gerade das Dock reingekommen. Hier unten in der Zeile so ein paar Tipps. Okay, das soll es erstmal für diesen dritten Teil gewesen sein. Und im vierten Teil werden wir weitere Sachen von Affinity Design uns anschauen.